Ja, willkommen zurück zu Panzerkorps. Wir sind ja hier, haben jetzt die Balkan-Mission. Und, oh. Kreta überspringen, Invasion von Kreta. Werden Sie Ihre Truppen für die Invasion von Kreta per Luftangriffe vorbereiten oder die Tradi oder auf traditionellen Einsätze warten? Für eine erfolgreiche Invasion von Kreta werden zusätzliche Flugzeuge und Fallschirmjägertruppen benötigt. Ja, ich würde sagen, wir machen Kreta. Und das hier wäre das Überspringen, was... Ah, da geht's nach oben. War irgend so ein Bonus-Ding, sieht das da aus, oder? Was ist das? Ne, wir haben eine Kreta natürlich, ist doch klar. So, Operation Merkur. Das scheint eine besonders gefährliche Operation zu sein, für die Sie unsere Truppen bereitgestellt haben. Mein General, ich habe dabei durchaus einige Bedenken und ich bitte Sie inständig, mir zuzuhören. Unsere Aufgabe ist es, General Studenz Luftinvasion auf Kreta zu unterstützen, wobei wir uns hauptsächlich auf die westlichen Teile der Insel konzentrieren sollten. Sie kontrollieren Sie am Ende des Szenarios den Flugplatz von Malmeme. Bonus, hier erobern Sie alle Siegfelder. Bonus, hier zerstören Sie alle 5 alliierten Flugzeuge auf dem Stützpunkt Kreta. Meine erste und dringliche Sorge gilt den Seetransportern, die uns für die Operation zur Verfügung gestellt wurden. Theoretisch sollten wir sie benutzen, um unsere Panzer und andere schwere Ausrüstung zur Verstärkung der Invasion zu befördern. Aber ich habe es selbst in die Hand genommen. Moment. Okay. Ich habe es selbst in die Hand genommen, den Befehl zu verweigern, dass unsere Truppen an Bord der Transporter gehen sollen. Nach außen hin habe ich lediglich ihre Seetauglichkeit in Frage gestellt und eine Inspektionsrunde angeordnet, bevor die Verladung beginnen soll. Aber um ehrlich zu sein und nur unter uns, ich halte das Risiko, blind nach Kreta zu segeln, für zu groß. Ich vermute, dass die Italiener die Stärke der feindlichen Präsenz in der Region unterschätzt haben und dass ihre Zerstörgeleitschiffe nicht in der Lage sein werden, eine sichere Durchfahrt für uns zu gewährleisten. Nee, Quatsch, hier. Vielleicht liege ich falsch. Und die Italiener sind für ihre Patrouille in diesem Gebiet gewappnet. Wenn das der Fall ist, werde ich die Verladungs- oder den Verladungsbefehl sofort freigeben. Während wir auf die Lösung für diese Situation warten, führt General Stuart seine Luftoperation nach Plan durch. Seine Truppen konzentrieren sich hier auf die Ziele im zentralen Kreta. Und hier. Während unsere schwere Ausrüstung wartet, sollten wir so viele unserer Fallschirmjäger und Flugeinheiten versammeln, wie wir zur Verfügung haben, um die Invasion zu unterstützen. Denken Sie daran, dass bei der Invasionsoperation wie dieser hier die erste und die wichtigste Priorität für unsere Truppen darin besteht, eine Versorgungsquelle zu finden und zu sichern. Also da oben. Muss wieder einhalten. Oh, was haben wir hier? Herr General, wir haben ein weiteres Angebot von Feldversuch eines experimentellen Prototypes erhalten. Ich finde keine Erklärung für diese plötzliche Faszination, Flugzeuge wie Frankensteins Monster miteinander zu verbinden. Aber dieses Mal hat die Heinke 2111 verbunden. Das Resultat ist mal wieder ein Flugzeug mit außergewöhnlicher Reichweite. Der aktuelle Auftrag wird uns gerade genug Teile geben, um ein einzelnes Geschwader aufzurüsten. Aber wenn die Pläne erfolgreich sind, können wir vielleicht in Zukunft mehr erwerben. Ich gucke mir das mal an. Wenn nicht, ja, ich gucke mir das jetzt mal mit euch zusammen an. Ist okay.
Was haben wir? Alle angrenzenden feindlichen Einheiten erhalten zu Beginn ihres Zuges plus 3 Unterdrückung. Wow. Das ist gut. Das ist nicht schlecht. Wir gucken jetzt erstmal Heinicke, das ist für mich so ein Bomber, würde ich fast behaupten, ne? Ja, so, das ist unser Bomber. Mit 18, 7, 5. Reichweite, lass mich gucken. Na, 9, oder? Ne, Verteidigung ist das. Wo ist die Reichweite? Hier, 16. Wow. Okay, der ist in allen Belangen besser. Bis auf, ja, die Kosten, klar, und... Der kostet 4 Einheiten, Felder, willst du mich verarschen? Achso, wegen der Überstärke gehe ich mal von aus. Aber dann kostet er nochmal 3. Der ist echt besser. Okay, ich würde sagen, das lohnt sich. Es lohnt sich, können wir machen, ja. Okay, Thema Luft, wie viele Punkte haben wir? Moment, wir haben 85, warum soll ich Einheiten rausschmeißen? Was soll denn der Scheiß? Erklärt, nee, Quatsch, 55, ich hab's überlesen, ja, ist okay. Tja, dann würde ich sagen, ja, du mal raus. Mercedes können die eigentlich erstmal raus, würde ich sogar sagen, ja. Aufklärer würde ich doch schon gern drin lassen. So, Fallschirmjäger. Das bleibt natürlich. Die Luftwaffe will ich auch drin lassen. Die zwei Artillerie ist eigentlich auch. Panzer. Du mal raus. Du mal raus. Oh Gott. Hier. Reicht immer noch nicht. Ich kotze ab. Ich kotze ab. Fallschirmjäger. 3 bis zu 10 immer. Vielleicht eine Pioniereinheit umstellen. Meine, warum eigentlich nicht? Aber, ja, Panzer kann man eigentlich nicht ganz vergessen, eigentlich komm raus. Vielleicht kann man den Aufklärer lassen. Ja, den könnte man lassen. So, wo können wir aufstellen? Hier und hier, okay. Artillerie, ja. Luftwaffe. Moment, ich habe noch einen Jäger in der Reserve, fällt mir gerade ein. Ja, das sollte schon mit, ja, okay. Ja. Geht nicht anders. Der Jäger muss mit. So, zeig mir jetzt mal ganz kurz Jäger. Das Neue ist nicht. Gut, ich würde dann sagen Jäger. Jäger. Bomber. 2. Mit Überstärke. Weißt du was, dann machen wir den noch 12. Dann lohnt sich das. Ja. Wir ändern mal die Farbe. Wir ändern mal die Farbe, geht gar nicht. Leider nicht viel Auswahl. Ja, das sieht ganz okay aus. So, Fallschirmjäger. Hierhin. 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 So,
Ich möchte jetzt keine Einheiten umstellen. Pioniere. Jetzt ist die Überlegung. Also ich hätte natürlich hier gerne Artillerie, ist auf jeden Fall schon mal klar. Wieder rüber. Dann würde ich mal um zu Fallschirmjägern. Gut, die kriege ich jetzt nicht rein, dann müssen die Pioniere hier erstmal raus. Und dann können die Fallschirmjäger hier rein. Moment mal, ich habe doch die Pioniere rausgeschmissen. Ah, Moment, Moment, die Pioniere haben ja Helden. Das heißt, die kann ich eigentlich drin lassen. Oder ich hole sie raus und gib für eine Überlegung. Das könnte ich machen, genau. Ihr habt ja diesen Einheitenfeldhelden, ja. Ne, dann machen wir Folgendes. Dann holen wir den Helden bei denen jetzt erstmal raus. Dann kriegt ihr den rein. Ja, kannst du jetzt mal mitnehmen. Können wir ja mal gucken, weil wenn die, die werden ja viel angrenzend haben. Mal gucken, dass wir die auch dementsprechend dann halt auch so einsetzen. Dann könnte man auch hier, würde ich sagen, Verschanzungsbrecher. Oder ein Flakenfetzer. Flakenfetzer, Verschanzungsbrecher wäre hier interessanter. Haben wir hier Verschanzungsbrecher rein. So, Verschanzungsbrecher. Und dann... warte, mache ich gleich. Ich muss erst gucken, was die für... Jetzt passt. Ihr habt... Welche Tarnung? Die hier. So. Was zum... Ach so. Moment, du hast ein Fahrzeug, korrekt? Ja, ein Fahrzeug. Nee, geht immer noch nicht. Jetzt geht's. Okay, gut, ich habe falsch gesetzt. Die setzen wir einfach mal hier hin. Ob sie einsetzen können, weiß ich nicht. Wäre wohl ganz gut, die Artillerie-Infanterie noch hier mitzunehmen. Ja. Ja, ich habe jetzt ein bisschen Bedenken, weil ich habe 21 Runden. Würde das reichen mit 4 Fallschirmjägern? Das wird nicht reichen. Das wird absolut nicht reichen. Pioniere umstellen, kann ich ja nachher nochmal rückgängig machen. Die 9. Pioniereinheit wäre dann die 9. Fallschirmjägereinheit. Sogar minus 2. Ich will sogar hochsetzen.
Ne, dann bleibt sie halt zu Hause. Das bringt dann nichts, weil ich, bis ich die da rüber krieg oder so, ne, bringt nichts. Dann bleibt sie jetzt mal zu Hause. Ich gehe immer noch nicht rein. Was zum Geier? Jetzt? Du brauchst doch keine 5 Plätze, oder? Ja, doch, Tatsache. Da lasse ich die Farbe so. Ach so, ja, ich sehe schon, ich habe Fahrzeug. Ich muss denken, wenn ich das später alles umstelle, dass die wieder Fahrzeuge kriegen. Jetzt mit Sicherheit wieder vergessen. Okay. Gut, jetzt geht's und dann ab rein. Eine Artillerie haben wir noch dabei. Ja. Ich habe jetzt immer noch 4 Plätze. Rausgeschmissen und das nicht mitgekriegt? Trotzdem habe ich immer noch 4 Plätze, wo ich hier alles vollgeklatscht habe. Überlegung. Gehen wir auf den Bomber. Oder... kann ich ja drin lassen, weil die hat ja diesen Einheitenfeldhelder, das ist kein Problem. Aber die Frage ist... Moment mal, du hast doch auch diesen Einheitenfeldhelder. Ja. Kannst eigentlich auch da rein, das ist kein Problem. Selbst der ein oder andere Panzer hat das sogar, ne? Ein Panzer hat das, glaube ich. Dann halt nicht. Ne, hat's denn doch keiner. Das ist die Überlegung, was mache ich? Eine neue Maschine. Auf, die Frage ist, welche. Ja, doch, später in Russland werden wir da schon auf 5 oder 6 Jäger irgendwann kommen, ne? Gehe ich mal fest von aus. Ich weiß, dass wir jetzt einen neuen Jäger etablieren. Rein. Bringen wir den direkt auf 12. Okay. Wenn man das nochmal und dann würde ich sagen, go. So, als allererstes Aufklärung. Die Italiener, kann ich die benutzen? Ne, ich kann die Italiener nicht steuern. So, dann... Oh. Das hier aus. 0-3. Perfekt gegen sie erzielt, Liebe. Perfekt. 4 sogar. Okay, das war in Ordnung. Damit kann man, das kann man akzeptieren. So, die frische Einheit gibt Begleitschutz. Die falsche Mega.
So, das ist diese neue Einheit. Ich stelle mal später eh wieder um. Problem ist, ich gucke mal, ob hier noch was ist, aber nee. Müssten von hier aus. Tja. Wir sind da lange unterwegs. Sehr lange sogar. Okay. Okay, also die KI macht auch ein bisschen was, schon mal gut. Wow. Nicht schlecht, perfekt. Ja, da geht's richtig gerade. Wow, wow, wow. Ah, wenn aber schon die ersten fallen gleich wieder. Machen wir gleich, erst machen wir den Zug hier. Eieieiei. Gut, der kümmert sich um die. Die machen da ihre Seekriege, sehr schön. Soll mich nicht interessieren. Aber ich kann jetzt keine Einheiten darüber verschiffen. Kann ich voll vergessen. So, Herr General, unsere italienische Begleitschiff berichten von Kontakt mit Truppen der britischen Royal Navy. Während sie die Stärke der feindlichen Flotte ermitteln, werde ich unsere Transportschiffe weiter in der Reserve halten. Ich verspreche, sie für ihre Kontrolle freizugeben, sobald die Italiener die Wasserstraße zwischen uns und Kreta geräumt haben. Uju, okay, so. Ab hier hin. Wir werden an zwei Punkten unsere Landung machen. Ja. Sehr schön. So, und jetzt würde ich sagen, auf unsere Luftwaffe kriegt jetzt was zu tun. Doppelt, ja. Perfekt. Machen wir das. War jetzt bitter. 1-3. Zwei. 1-3, machen wir das. So, das Schöne ist, wir haben hier noch Jäger. Oh, wow, 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 wow.
Ja, wir müssen denen helfen, weil die werden das allein nicht geschneit kriegen. Gehen wir auf den schweren da, ja. Ein Schaden, nicht schlecht. So, dann lass uns mal gucken, was hier noch alles ist. Noch eine Spitfire. Okay, aber unsere Landung hat geklappt. Das ist schon mal das Positive. So, jetzt gucken wir mal, was die Italiener da praktizieren. Ja, die haben massiv Probleme. Kriegen es nicht hin. Okay, ich denke, die kriegen das hin. Gut, dann passt das eigentlich ganz gut. Die Italiener kriegen Übelsand auf den Sack. Ja, da ist nicht mehr viel übrig jetzt. Tja, das ist so viel zum Thema. Wir gehen dann drüber mit unseren Truppen. Oh Scheiße, ja, ich muss jetzt weil sonst schießt der mich hier in einer Dauerschleife. So, es scheint, als wäre das Einzige, was aus diesem Gebiet geräumt werden würde, unsere italienischen Geleitschiffe. Die wurden von der Anwesenheit so vieler britischer Großkampfschiffe völlig überwältigt. Unter diesen Bedingungen kann ich die Freigabe unserer Transportschiffe für diese Sendung unserer Panzer und schweren Geschütze nach Kreta nicht erteilen. Sie würden zuerst den Boden des Mittelmeers sehen, bevor sie die Küsten Kretas erblicken. Wir müssen uns ausschließlich auf unsere Flugzeuge und Fallschirmjäger für die Dauer der Operation verlassen. Ja, das habe ich schon befürchtet, dass sie es nicht auf die Reihe kriegen, die Italiener. Das war meine Befürchtung und ist eingetreten. Gut, ich würde sagen, dich verstärken wir. Und dann würde ich sagen, gehen wir auf. Ja, der kann sich hier seine Sporen verdienen. Hm, 3-6. Spitfire gegen Spitfire. Das ist doch schon mal okay. So, dann hier, ja.
So. Hier hin. Hier hin. Als nächstes hier hin. Sehr schön. Gut. Was habt ihr denn an Sicht? Nur mal so nebenbei. Hier. Ja, mehr kann ich nicht machen. Ja, und das waren die letzten italienischen Schiffe. Oh Gott. Na gut, das hier klappt ja aber eigentlich ganz gut. Das kriegen sie schnell geräumt. Perfekt. Ja, das hier sieht ganz gut aus. Ihr habt jetzt die, diese KI, ne? Setzt ein Dreier-Einheit da rein. Also so unfassbar. Ja, das war zu erwarten, dass der da jetzt verlieren jetzt ihr Versorgung. Okay, die hauen ab.